Heute gibt es wieder eine neue Folge von Kakao kocht. Diesmal koche ich Skordalia. Also ich bereite es eigentlich vor, weil viel kochen ist da nicht. Das ist zum Grillen das Beste, was man dazu machen kann zum Fleisch. Und zwar ist das so eine Art Knoblauchcreme. Viele glauben, dass das aus Kartoffeln gemacht ist, ist aber ursprünglich nicht, sondern es wird mit Weißbrot gemacht. Weißbrot, viel Knoblauch und das war es eigentlich schon. Gut, dann gehen wir's an. Los geht's. Skordalia. Zuallererst schnappe ich mir das Brot und würfel es. Es gibt manche, die das Brot auch entrinden. Ich sag's euch, das ist extrem viel Aufwand und ich mache das nicht. Ich bin da wirklich zu faul dazu. Ich nehme einfach das ganze Sandwichbrot, mache Würfel draus und dann kommt das Wasser drüber, damit das Ganze ein bisschen einweichen kann. Ja, das muss nicht zu gartig sein. Ein bisschen halt einfach, dass das Brot ein bisschen weicher wird. Mit den Händen könnt ihr das ganz schön durchkneten. Es muss nicht, darf nicht ganz feucht sein, einfach nur ein bisschen mal feucht machen. Und jetzt kommt die Hauptzutat, Skordo. Das heißt nämlich auf Griechisch Knoblauch. Ich habe frischen Knoblauch genommen, mal zur Abwechslung. Ich empfehle euch wirklich, nehmt am Anfang wenig. Bitte nehmt 2 Knoblauchzehen, das reicht. Maximal 3. Ihr könnt das immer noch nachschärfen, aber ich sag's euch, der frische Knoblauch, der war extrem scharf und überhaupt weiß man ja nicht, wie der Knoblauch so reagiert. Deshalb am Anfang bitte lieber weniger nehmen. Ja? Und das wird dann einfach hineingeprescht mit meiner Knoblauchpresse. Genau, viel nehmen und das bleibt immer picken, das ist ein Wahnsinn. Aber wurscht, pressen und es ist ja auch ein kleines Workout, sind wir uns ehrlich. In der Küche macht das Workout 1000-mal mehr Spaß als im Fitnesscenter, also mir jedenfalls. Und was ich schon mal gesagt habe, nicht vergessen, die Knoblauchpresse immer sofort abspülen, was ein dickes Teufelszeug, das kriegt es nicht mehr runter. Salz und Essig. Es ist eigentlich wurscht, welchen Essig, nur Balsamico nicht, weil das verfärbt das, die Masse, das wäre nicht gut. Es kann aber auch ein einfacher Weinessig sein, ist kein Problem. Ich hatte Apfelessig daheim. Und Olivenöl natürlich. Gibt es ein griechisches Gericht ohne? Ja, ein Kuchen vielleicht. So, das Ganze gebe ich dann in einen Behälter, damit ich es schön mixen kann. Man kann das natürlich auch in eine Küchenmaschine geben, mit dem Stabmixer machen oder mit dem Thermomix. Egal, was man halt daheim hat. Ich mache es mit dem Stabmixer. So kann ich gleich auch immer kosten, wie es ist. Und ja, macht ja Spaß, so ein bisschen rauf und runter stampfen mit dem Stabmixer. So, und dann wird das Ganze, seht ihr, zu einem Brei. Ja, ein Brei ist das. Und wenn das Ganze zu dick ist, dann könnt ihr immer ein bisschen Wasser dazugeben. Immer ein bisschen Wasser, damit das Ganze schön breiig wird. So, dann tue ich das Ganze mal raus. Und das ist der nächste Tipp, den ich euch gebe. Immer Stück für Stück machen. Ich tue danach, das werdet ihr gleich sehen, noch ein bisschen Brot rein, also Olivenöl sowieso, aber wenn es ein bisschen zu wenig ist oder wenn es zu scharf ist oder wenn es zu wenig sauer ist, man kann dieses Rezept wirklich variieren, so wie man das mag und es geht auch ratzifatzi schnell. Ja, wie gesagt, also Brot, ich gebe noch Brot dazu, weil es war ein bisschen zu scharf, ich habe sehr viel Knoblauch reingetan, obwohl mir schmeckt, aber ich weiß, wenn ich Gäste habe, die halten das halt nicht aus, deshalb ein bisschen mehr Brot dazu. Man glaubt auch am Anfang, wenn man nur 4 Scheiben Brot nimmt, das reicht nicht. Doch, es reicht. Ihr braucht es nicht mehr machen. 4-5 Scheiben Brot, 2 Knoblauchzehen. Das Ganze mischen mit dem Essig, mit dem Salz. Ihr werdet sehen, das passt perfekt zum Grillen dazu. Jetzt überhaupt mal eine andere Soße, als man sonst immer macht. Na? Ihr seht, das ist wirklich watschen einfach und kein Aufwand. Dieses Kartoffelkochen und dann zergatschen und so weiter, das könnt ihr euch alles sparen. Gibt es auch dieses kalte Kartoffelpüree, was als Skordalia gehandelt wird. Aber das ist das Ursprüngliche. Einfach nur Weißbrot, Knoblauch, Olivenöl, Essig und Gatsch draus machen. So, das kann man jetzt eigentlich anrichten. Das ist wirklich perfekt zum Grillen und perfekt zum Austauschen. Super, muss ich einfach selber öffnen. Als Fleischbeigabe richtig gut. Man kann natürlich auch weniger Knoblauch nehmen, wenn man kein harter Mensch ist, so wie ich. Ich halte ganz, ganz viel Knoblauch aus. Ich bin aber auch Griechin. Ich habe irgendwie das Gefühl, der Knoblauch fließt mittlerweile in meinen Adern. Aber wie gesagt, den Knoblauch kann man variieren. Sonst ist das Ganze sehr einfach. Man kann das auch in einer Küchenmaschine machen, in einem Mixer oder sowas. Das war so ein Nebengang. Ich muss es einfach essen. Tut mir leid. Genau. Und dann kann man das auch schön auf den Tisch stellen. Einfach mit einer Olive. Fertig. Das perfekte Skordalia. Guten Appetit.
und Grill